Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Ich habe mir jetzt erstmal ein Käffchen geholt, weil ich bin jetzt gerade aus dem Büro. Und ich möchte euch gerne wieder was zeigen. Und wenn dich interessiert, worum es in diesem Video geht, dann wie immer, schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ordentlich aus. Das muss man gleich nutzen fürs Video, weil Jogginghose, gut, ihr seht das ja nicht, aber ist egal. Übrigens, schaut mal, ich habe schöne neue Nägel. Da komme ich jetzt auch noch gerade her. Also richtig schön, gell? Es gibt kein Leben ohne Glitzer. So, aber ich schweife ab. Worum geht es denn heute? Ich habe mit der lieben Monika von Moni Pepperoni eine Art Tauschpaket gemacht, aber ohne irgendwelche Vorgaben. Das kann gut ausgehen, es kann auch schlecht ausgehen. Und wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann bleib doch gerne dran. Wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist und dich dieser Kanal interessiert, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Auch gerne bei der lieben Moni Pepperoni. Sie ist auch eine kleine YouTuberin. Sie ist die Ehefrau vom lieben Alex. Vom Alex und mir. Kennt ihr schon Videos? Schaut einfach mal in meine Playlist. Und wie gesagt, wir unboxen heute mal dieses Paket. Ich habe schon reingeschaut, weil das kam nämlich schon am Samstag. Und ich musste so lachen, aber ihr werdet sehen, weil da waren schon sehr ominöse Sachen drin, wo mir denkt, oh, ihr seht, ich habe mich gerade gekratzt. Oh Gott, ich werde alt. Also, das Paket ist da und ich greife einfach mal rein. Wir schauen uns die Produkte an, was sie mir geschickt hat. Wie gesagt, ich habe ihr ein Paket geschickt, einfach querbeet, was mir so eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, da könnte sie eine Freude dran haben. Und sie hat das offensichtlich auch so gemacht. Aber bei manchen Sachen, da muss ich sagen, schauen wir mal. Ich bin tatsächlich in letzter Zeit sehr experimentierfreudig wieder. Aber ob es bei diesem ersten Produkt ist, weiß ich noch nicht. Und zwar, was haben wir denn hier? Einen Plant Skin Boost Bio Superfood Mix. Okay, was bist du? Laktosefrei, glutenfrei, made in Germany. Ich glaube, das ist so ein Smoothie oder so. Oder zumindest was Gesundes. Bin ich komplett raus. Aber die Verpackung ist schön. Sie ist pink. Ich weiß noch nicht, ich habe tatsächlich ganz viele im Freundeskreis, die mir das aus den Händen reißen werden. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde mal dran riechen. Vielleicht ist es ja offen. Nein, es ist noch offen. Dann lasse ich es lieber zu. Aber ich, oder ist das vielleicht eine pflanzliche Pulvermischung mit natürlichem Vitamin C? Ist das so eine Art Proteinpulver, wo man als Mahlzeitersatz nimmt? Liebe Monika, schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ich kenne mich da tatsächlich nicht aus, weil ich trinke sowas nicht. Ich finde es auch ein bisschen eklig. Aber ich finde es lustig, weil, wie gesagt, ich habe tatsächlich ganz viele im Freundeskreis, wo dann sagen, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum nimmst du sowas nicht? Das kann man mit Milch, mit Saft, mit diesem und jenem. Kann man alles trinken. Das tust du pürieren und mit in den Mixer rein und das schmeckt super. Und ich fahre dann immer aus der Rolle und sage, nee. Aber ich habe da tatsächlich die größte Freude dran, meine Freunde dann immer so ein bisschen aufzuziehen. Mein Mann würde das wahrscheinlich auch trinken. Vielleicht frage ich ihn zuerst nicht, dass es dann hinterher heißt, warum hast du mich nicht gefragt? Aber das war das erste Produkt. Aber ich fand es irgendwie witzig, weil, wie gesagt, eigentlich ist es gut, wenn auch Produkte in den Überraschungsboxen drin sind, die du, ja, wenn du nicht magst, würde ich jetzt nicht sagen, die du nicht verwendest, weil dann hast du wenigstens was zum Erzählen, weil wenn alles super ist, ist doch scheiße. Also erstes Produkt geht weiter. Ich weiß aber nicht, ob im eigenen Haus stand oder an eine Freundin. Nächsten Produkt habe ich die liebe Moni schon angeschrieben, weil ich mir gesagt habe, was ist das? Also Hände durch? Ich weiß nicht, die passen nicht durch. Ist das Schweinskram? Ich habe an diesem Paket so eine Freude gehabt. Eine Kette ist doch das nicht, oder? Soll das eine Kette sein? Wie macht man die dann auf und zu? Ich weiß es nicht. Ich tatsächlich, also ganz blöd gesagt, also liebe Monika, also nicht falsch verstehen, tatsächlich hatte ich als allererst an die Handschellen gedacht. Als zweites habe ich gedacht, ja vielleicht für Gardinen zum schön zusammenraffen. Ich weiß es wirklich nicht. Sie hat mir leider noch nicht geschrieben. Ohrringe wäre auch ein bisschen komisch.
Gürtel, Halskette? Also schreibt es mir bitte mal, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich bin ja für jeden Scherz zu haben. Ist das ein Scherzartikel? Ich weiß es tatsächlich nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber ich kann beim besten Willen mir nicht erklären, was es ist. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Auf jeden Fall finde ich es lustig. Das nächste Produkt finde ich mega und es hat auch wieder eine Farbe, die ich sehr gern mag. Übrigens, habt ihr eigentlich mal gesehen, dass ich in letzter Zeit nur noch mein Blush als Lidschatten nehme? Also ich weiß auch nicht, irgendwie. Auf jeden Fall haben wir von Balea ein Antitranspirant Fit for Sport. Da habe ich mich tatsächlich sehr drüber gefreut, weil ich kaufe ja eigentlich immer... Wie heißt denn jetzt diese Marke? Ist auch rosa und vielleicht ist das sogar ein Dupe. Das ist nämlich auch ein Antitranspirant, irgendwas mit Sport. Und wenn das natürlich der Dupe dazu wäre, wäre das natürlich fein, weil das kostet natürlich ein bisschen weniger wie das, was ich sonst immer kaufe. Und ich brauche es ja tatsächlich nur zum Beduften, weil ich ja mein Syneo-Deo nehme. Deswegen schnüffeln wir mal dran. Oh, riecht auf jeden Fall richtig fein. Wir probieren es einfach mal und in einem nächsten Aufgebraucht werdet ihr das natürlich wieder sehen. Eine ganz komische Form drin und zwar look at, heißt es Luave, ich kann es euch gar nicht sagen, noch nie gesehen. Ich würde auch auf den ersten Blick sagen, es ist ein Nagellack, aber ich würde sagen, es ist ein Eyeliner, oder? Das ist ein Eyeliner. Ich glaube, das ist ein Eyeliner. Eyeliner finde ich sehr gut und tatsächlich, muss ich sagen, habe ich früher gerne mal so farbige oder so glitzig genommen. Und wenn du zum Beispiel nur hier oben so ein bisschen oder nur im Innenwinkel, dann finde ich den Farbton sehr schön. Ich lasse ihn jetzt mal antrocknen. Schauen wir mal, wie schnell der trocken ist. Finde ich auf jeden Fall von der Größe total nice und total fancy irgendwie. Man könnte echt denken, es ist ein Nagellack oder ein Stift oder irgendwas. Aber ein Eyeliner finde ich eigentlich immer gut, weil ich nutze zwar Eyeliner eher selten, aber wenn ich nämlich dann wirklich mal einen brauche, habe ich immer nie einen da. Deswegen finde ich das wirklich gut. Ich hasse nichts mehr, wie wenn ich sage, oh, jetzt heute möchte ich diesen Look probieren und genau dieses Produkt habe ich nicht da. Und sowas lege ich mir sehr gerne ins Backup. Wie gesagt, wir testen einfach mal, der ist noch nicht fest, wann er trocknet, wie er sich verhält, ob er wirklich vom Farbton oder vom Glitzer empfinden so bleibt, weil das würde ich tatsächlich feiern. Sie hat mir ein paar Teesorten eingepackt, das feiere ich auch, weil ich trinke gerne Tee. Und dann gucken wir mal, was wir denn für Teesorten haben. Grünen Tee haben wir von Messmer. Dann haben wir marokkanische Minze. Die kann ich euch echt empfehlen. Auch den kann ich euch empfehlen. Messmer Kult Tee, Sommerbeeren, auch richtig fein. Dann haben wir nochmal grünen Tee und wir haben nochmal die Minze. Auf jeden Fall richtig fein. Tee geht bei mir immer. Mein Mann ist ja oft unterwegs, der kriegt auch noch ein paar Teebeutel mit. Und deswegen finde ich das eine feine Sache. Ich mag zwar lieber losen Tee, aber wenn du irgendwo hinfährst, dann ist das eher unpraktisch. Deswegen sind Teebeutel dann einfach prädestiniert für unterwegs mitzunehmen. So, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt wieder so fleißig geschrieben haben. Übrigens läuft wieder eine Verlosung, macht es da gerne mit. So, hier haben wir von Das Original Pectoral Brustkaramell. Oh, okay. Sowas mag ich gern. Ich probiere halt gerne, muss ich sagen, weil ich würde mir nie jetzt, wenn die Tüte im Laden steht, und ich kenne das nicht, würde ich mir das niemals kaufen. Deswegen probiere ich sowas ganz gerne mal aus. Ich würde sagen, da ist irgendwas mit Anis und Minze drin. Kenne ich auch gar nicht. Noch nie gesehen. Kann es euch gar nicht sagen. Aber wir testen einfach gemeinsam und schauen mal, ob das was ist. Einmal Tee ist nochmal, hat sich versteckt. Dann von Luvos eine Heilerdemaske. Die haben wir schon mal gemeinsam getestet. Die ist gut. Und natürlich hat sie mir auch eine ganz süße Karte geschrieben. Finde ich toll. Mit Bienchen. Liebe Kanalgrüße. Hallo, liebe Heike. Hab viel Spaß und Freude mit den Sachen. Liebe Grüße aus Köln. Sende dir Moni Pepperoni. Ich finde den Namen so lustig. Es hat ja doch so jeder seins, wenn er sagt, so, ich mache jetzt YouTube oder ich mache Instagram oder TikTok und du kannst dir ja deine Namen aussuchen. Und es ist schon manchmal echt witzig, was sich der eine oder andere für Namen so ausgedacht hat. Deswegen fand ich das süß und die Karte finde ich auch sehr süß. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen.
Das glaube ich jetzt nicht, dass das in Anwendung kommt. Und zwar von Isana Körperenthaarungspads. Oder vielleicht doch ohne Schnittgefahr mit Kamillenextrakt schonende Haarentfernung. Vielleicht unter den Arm. Mal gucken. Weil ich habe, ja, also ich gehe ja zum Enthaaren in ein Studio. Dauerhafte Haarentfernung. Deswegen habe ich das nicht. Wird schwierig. Aber das ist so ein Teil. Vielleicht unter den Arm. Es ist, da gab es so diesen, was aussieht wie so ein Tangle-Teaser. Das haben ja die meisten auch getestet. Zum Beispiel die Grauvater 50 hat das auch getestet. Vielleicht funktioniert das unter den Arm, weil da bin ich tatsächlich noch nicht dabei. Dann würde ich das natürlich feiern. Also dann teste ich doch. Vielleicht testen wir auch gemeinsam. Ich finde es halt immer ein bisschen eklig, wenn man das so eine Kamera hält. Da musst du vielleicht schon ein Fetischist sein, um das zu mögen. Aber ist jetzt nicht so meins. So. Euch meine Achse in die Kamera zu halten, aber vielleicht so mit verpixelt oder so. Schauen wir mal. Und das letzte Produkt, da habe ich doch, Alter. Hallo? Eine Smartwatch. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, wie sie ausschaut. Aber das ist natürlich meine Hausnummer. Also sowas habe ich natürlich nicht reingetan. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht auf. Und auch da habe ich jemanden, der sich da richtig drüber freuen würde, weil ich habe Apple Watch. Deswegen wäre das jetzt bei mir tatsächlich zwar schön, aber zwei umtun würde ich jetzt nicht. Ich hatte früher tatsächlich mit so einem Fitness-Tracker angefangen. Und schaut es mal richtig schön. Also auch von der Farbe her voll meins. Ich, wie gesagt, ich habe früher mit so einem Fitness-Tracker angefangen. Bin dann auf die Apple Watch umgestiegen. Ich finde das eine sehr feine Geschichte, muss ich sagen. Passt zu meinen Nägeln. Also richtig toll, da sage ich vielen lieben Dank. Also das ist echt eine tolle Sache, weil auch diese Sachen kosten ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal. Und nicht jeder sagt dann, oh, ich habe mit dem mir einfach mal so locker flockig, gerade jemand, wenn jemand mit Sport anfangen möchte und hat vielleicht zwei kleine Kinder und da ist das Geld auch dann immer ein bisschen knapp. Also solche Sachen kosten richtig Geld. Also ich freue mich da tatsächlich richtig drüber. Was sage ich jetzt zu dem Paket? Echt lustig. Da sind viele Sachen dabei, die ich sehr gern mag. Das werde ich tatsächlich echt mal ausprobieren, weil das kenne ich tatsächlich noch nicht. Aber ich muss gestehen, ich vermeide ja in Läden so mir die Regale mittlerweile genauer anzuschauen. Und deswegen habe ich das auch noch nie gesehen. Wir probieren einfach mal, ob das funktioniert. Und auch bei dem werdet ihr erfahren, wo es denn landet. Und aber dieses, was es denn ist, was es für eine Funktion hat. Werdet ihr erfahren und ich sage mal vielen lieben Dank. Das hat mir echt Spaß gemacht. Sehr gerne wieder. Schreibt mir einfach, liebe Moni. Und lasst auch ihr bitte ein bisschen Liebe da. Ich verlinke euch den Kanal. Liebe da lassen bei uns, also bei mir und bei meinem Mann und bei der lieben Moni und auch gerne beim Alex. Dann sind alle abgefrühstückt und dann werde ich jetzt in Ruhe mein Käffchen weiter trinken. In den Feierabend starten, natürlich Video schneiden, Foto machen und alles, was so wichtig ist, um dieses Video hochzuladen. Aber ich wünsche euch einen wundervollen Tag, weil ihr seht es morgen um 7 Uhr früh. Einen wundervollen Tag mit viel Sonne, mit schönen Erinnerungen, die ihr euch schafft. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, Reike.